Haben Sie sich jemals gefragt, welche Geheimnisse Farmen verbergen können? Wir denken oft, dass es in der Landwirtschaft nur um Feldfrüchte und Viehzucht geht, aber es gibt überraschende Geschichten, die das Gegenteil beweisen. Von unerwarteten archäologischen Entdeckungen bis hin zu ungewöhnlichen Ereignissen, die sich jeder Logik entziehen, die Landschaft kann Schauplatz erstaunlicher Überraschungen sein. Nummer 1. Ein Bauer findet seltsame Inschriften, die zur Entdeckung eines alten verlorenen Königreichs führen. An einem Tag kümmern sie sich um ihre Farm und am nächsten werden sie wegen einer historischen Entdeckung interviewt. Dies geschah im Jahr 2020 einem Bauern, der lokale Archäologen auf eine Stele, ein Stück Stein, aufmerksam machte, das er auf seiner Farm gefunden hatte. Der Stein enthielt Inschriften in Luwisch, einer alten Sprache aus der Bronze- und Eisenzeit. Der Bauer hatte nicht damit gerechnet, dass die im Schlamm versunkene Stele die Geschichte eines alten Königreichs offenbaren würde, das das phrygische Reich besiegte. Der mit Hieroglyphen bedeckte Stein, der abwechselnd von rechts nach links und von links nach rechts lautete, stellte die siegreiche Proklamation von König Hathapu über das Reich dar. Mit dieser Entdeckung begaben sich Archäologen auf die Mission, mehr über das mysteriöse Königreich zu erfahren, das es wagte, sich dem legendären phrygischen Reich entgegenzustellen, das vom legendären König Midas regiert wurde. Nummer 2. Im Nordosten Ägyptens machte ein Bauer, der sein Land für die Bepflanzung vorbereitete, eine außergewöhnliche Entdeckung, eine 2.600 Jahre alte Sandsteinplatte oder Stele aus der Zeit des Pharaos Amasis. Die Stele war etwa 91 Zoll lang und 41 Zoll breit und enthielt komplizierte Gravuren, darunter eine geflügelte Sonnenscheibe und eine Kartusche mit dem Namen Amasis, einem der Pharaonen, die das alte Ägypten regierten. Er war auch als Wahibre Haibre bekannt und regierte Ägypten während der 26. Dynastie ab etwa 589 v. Chr. Bis 570 v. Chr. Seine Regierungszeit war von Feldzügen und bedeutenden politischen Umwälzungen geprägt. Tatsächlich wird angenommen, dass die mit 15 Zeilen Hieroglyphen beschriftete Platte mit einem dieser Feldzüge in Zusammenhang steht. Historischen Berichten des antiken griechischen Historikers Herodot zufolge kämpfte Amasis gegen die Phönizier und erlebte einen Bürgerkrieg, der schließlich zu seinem Sturz und seiner Ersetzung durch Pharao Amose II führte. Die Hieroglyphen auf der Stele werden derzeit übersetzt und könnten beispiellose Entdeckungen über die altägyptische Zivilisation liefern. Nummer 3. Im Jahr 2021 stand Australien vor einem ziemlich ernsten Problem: Mäuse, Millionen und Abermillionen Mäuse. Diese Nagetiere wurden zu einem Problem für Städte und Bauernhöfe auf dem ganzen Kontinent und verursachten großen Schaden. Ein australischer Bauer entdeckte sogar Mäuseschwärme in seiner Scheune in New South Wales. Er konnte nichts anderes tun, als hilflos zuzusehen, wie die Nagetiere über sein Grundstück und seine Maschinen rannten. Der Boden schien von der unaufhörlichen Bewegung dieser Nagetiere belebt zu sein. Im Jahr 2021 verzeichnete New South Wales eine Rekordgetreideernte, die ausreichend Nahrung für Mäuse lieferte und deren Population in die Höhe schnellen ließ. Es folgten anhaltende Regenfälle, die den Nagetieren optimale Bedingungen für die Fortpflanzung boten. Besonders hart traf es die Landwirte, da Ernten und gelagerte Heuballen durch das unerbittliche Nagen dieser Schädlinge zerstört wurden. Dies wirkte sich auch auf das tägliche Leben in ländlichen Gebieten aus. Mäuse drangen in Häuser ein, kontaminierten Lebensmittelvorräte, beschädigten Bettwäsche und beißen sogar Patienten in örtlichen Krankenhäusern. Einige Landwirte meldeten Ernteverluste von bis zu 300.000 US-Dollar. Nummer 4. Im Jahr 2016 war der Käser Jonathan Crump untröstlich, als er ein Glosterkalb aus den Augen verlor, das zu einer der wenigen Milchherden dieser Rasse auf der Welt gehörte. Als das Kalb plötzlich verschwand, ging er davon aus, dass es bereits in freier Wildbahn verendet war. Zu seiner Überraschung fand er es jedoch 9 Tage nach seinem Verschwinden in einem kleinen Erdloch,
Das Kalb wurde zufällig entdeckt, als zwei Wanderer, Dan Roll und Tom Lewis, Felder überquerten und etwas Merkwürdiges in einem Loch bemerkten. Zuerst dachten sie, es sei ein Dachs, aber bei näherer Betrachtung erkannten sie, dass es ein Kalb war. Nachdem sie das Kleine mit dem Spitznamen Zinky entdeckt hatten, alarmierten die Wanderer das Farmpersonal, das dabei half, das Kalb aus dem Loch zu heben. Wie durch ein Wunder rannte Zinky, obwohl sie 9 Tage lang weder Nahrung noch Wasser hatte, direkt zu ihrer Mutter, um sie zu füttern. Nachdem sie Elektrolyte zur Bekämpfung der Dehydrierung erhalten hatte, erholte sich Zinky vollständig. Jonathan Crump war von dem Wiedersehen begeistert und belohnte die Retter mit einem Stück seines berühmten Single Gloucester Käses, den sie als die beste Belohnung für eine gute Tat bezeichneten. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ein kleines Kalb zu retten und dafür mit einem seltenen Käse belohnt zu werden, klingt für mich nach einem guten Geschäft. Nummer 5. Ein Bauer in Michigan grub auf einem seiner Felder, als er etwas Schockierendes zutage förderte. Beim Graben auf einem Sojabohnenfeld auf seiner Farm im Süden Michigans machten James Brissell und ein Freund eine Entdeckung, die die wissenschaftliche Gemeinschaft verblüffte. Sie dachten zunächst, sie hätten einen einfachen, mit Schlamm bedeckten, gebogenen Zaunpfosten gefunden, doch es stellte sich heraus, dass es sich um einen Teil des Beckens eines alten Wollhammermuts handelte. Das machte die Sache für die Männer sicherlich spannender. James, 5-jähriger Enkel, war sprachlos vor Schock, als er den riesigen Knochen sah. Da James die Entdeckung nicht für sich behalten wollte, kontaktierte er schnell die University of Michigan und ein Team von Paläontologen wurde umgehend zur Untersuchung entsandt. Als sie die Stätte ausgruben, wurde die Bedeutung von James' Fund deutlich. Zusätzlich zum Becken entdeckten Wissenschaftler einen Schädel mit 2 riesigen Stoßzähnen, Rippen, Wirbeln und beiden Schulterblättern des Mammuts. Es wird angenommen, dass dieses bemerkenswerte Geschöpf vor Tausenden von Jahren gestorben ist. Daniel Fischer, der leitende Wissenschaftler der Ausgrabung, vermutete, dass frühe Menschen das Fleisch möglicherweise geschlachtet und zur späteren Gewinnung aufbewahrt haben. Obwohl Michigan Überreste von 30 anderen Mammuts gefunden hat, ist James' Fund der vollständigste. Dies zeigt nur, dass sie nie wissen, welche Schätze auf ihrem Grundstück verborgen sind. Nummer 6. Im Jahr 1998 stieß der Elektroingenieur John J. Williams während einer Wanderung in Nordamerika auf ein mysteriöses Objekt. Aus dem Boden ragte etwas heraus, das wie ein elektrischer Stecker aussah. Das Merkwürdige war, dass es weit entfernt von menschlichen Siedlungen oder Industriestandorten lag. Als John weitergrub, entdeckte er ein Gerät mit einem in massiven Granit eingebetteten Dreifachstecker, das heute als Petrix bekannt ist. John hat den genauen Ort seiner Entdeckung geheim gehalten, was die Skepsis hinsichtlich der Möglichkeit schürt, dass es sich bei dem Artefakt um eine Fälschung handelt. Allerdings hat er den Petrix zur Analyse angeboten, obwohl nur wenige Forscher das Angebot angenommen haben. Geologische Analysen deuten darauf hin, dass das Gestein, das die Komponente umgibt, mindestens 100.000 Jahre alt ist, was unser Verständnis der technologischen Entwicklung erheblich in Frage stellt. Röntgenuntersuchungen zeigen eine undurchsichtige innere Struktur und das Bauteil selbst weist keine Anzeichen dafür auf, dass es in den Fels eingeklebt oder eingeschweißt wurde. Es weist sogar schwache magnetische Eigenschaften und eine hohe Impedanz zwischen den Pins auf, ähnlich einem elektronischen XLR-Stecker. John glaubt, dass es sich bei der Petrix um ein echtes Artefakt einer alten Hochkultur oder möglicherweise außerirdischen Ursprungs handelt. Beide Theorien sind unglaublich faszinierend und aufregend. John hat deutlich gemacht, dass er bereit ist, Forschern die Authentifizierung des Artefakts zu gestatten, solange das Gestein während der Analyse intakt bleibt. Sollte sich der Petrix als authentisch erweisen, könnte er unser Verständnis der Menschheitsgeschichte und unsere technologischen Fähigkeiten dramatisch verändern.
Nummer 7. Stellen Sie sich vor, Sie verlieren bei der Gartenarbeit einen wertvollen Diamantring, nur um ihn 13 Jahre später beim Graben ausgerechnet an einer Karotte zu finden. Genau das ist Mary Grahams passiert, einer Frau aus Alberta, Kanada. Aus Scham hatte sie den Verlust ihres Rings vor allen außer ihrem Sohn geheim gehalten. Mary kaufte sogar einen Ersatzring, um den Verlust zu verbergen. Das Schicksal hatte jedoch eine Überraschung vorbereitet. Marys Schwiegertochter Colleen Daly fand den Ring bei der Gemüseernte auf der Familienfarm. Die Karotte war durch den Ring gewachsen und blieb all die Jahre sicher im Boden. Als Marys Sohn sie anrief, um ihr die Neuigkeit mitzuteilen, war sie begeistert. Als Mary über den Vorfall nachdachte, wünschte sie, sie hätte ihrem verstorbenen Ehemann von dem fehlenden Ring erzählt, da sie glaubte, er hätte es amüsant gefunden. Jetzt, wo sie ihren Ring zurück hat, will Mary vorsichtiger sein und hat gelernt, den Ring an einem sicheren Ort aufzubewahren. Nummer 8. Man könnte meinen, dass wir bereits alles über das alte Ägypten herausgefunden haben, aber von Zeit zu Zeit stoßen wir weiterhin auf mysteriöse Funde. Kürzlich entdeckten Archäologen in Alexandria, Ägypten, einen riesigen Sarkophag aus schwarzem Granit, der 2000 Jahre lang intakt geblieben war. Die Spekulationen reichten von der Bewahrung der sterblichen Überreste Alexanders des Großen bis hin zu einem tödlichen Fluch. Als sie den Sarkophag öffneten, entdeckten sie drei Skelette, die in rotbraunem Abwasser getaucht waren, das einen schrecklichen Gestank verströmte. Erste Versuche, den Deckel anzuheben, wurden durch den überwältigenden Geruch vereitelt, was das Team dazu zwang, Militäringenieure um Hilfe zu bitten, um das Grab vollständig zu öffnen. Im Inneren fanden sie drei Skelette, von denen man annahm, dass sie alten ägyptischen Armeeoffizieren gehörten. Von den Mumien waren nur noch die Knochen übrig, was auf ein Familienbegräbnis hindeutete. Mustafa Waziri, Generalsekretär des Obersten Rates für Altertümer, versicherte der Öffentlichkeit, dass kein Fluch ausgelöst worden sei. Bedenken hinsichtlich giftiger Dämpfe führten zur Räumung des Geländes, obwohl Experten die Vorstellung eines Mumienfluchs, der Schaden anrichten könnte, zurückwiesen. Unglaublicherweise ist der Sarkophag, der fast 2 Meter hoch, etwa 3 Meter lang und 27 Tonnen schwer ist, der größte seiner Art, der intakt gefunden wurde und stammt aus der frühen ptolemäischen Zeit, nach dem Tod Alexanders des Großen im Jahr 323 vor Christus. In weiteren Studien wird versucht, die Identität und Umstände des Todes der einzelnen Personen zu ermitteln. Nummer 9. Stellen Sie sich vor, Sie gehen am Strand spazieren und stolpern über etwas, das Ihr Leben verändern könnte. Dies wurde für Ken Willman bei einem gemütlichen Spaziergang mit seinem Hund am Strand von Lancashire Realität. Was die Aufmerksamkeit seines Hundes auf sich zog und Ken zunächst wegen seines schlechten Geruchs abstoßte, entpuppte sich als gelber, wachsartiger Klumpen. Zunächst lehnte er den stinkenden Fund ab, doch die Neugier siegte über ihn. Nach meiner Rückkehr nach Hause ergab eine schnelle Suche im Internet, dass es sich bei diesem fiesen Klumpen um nichts anderes als Walerbrochenes, auch Ambra genannt, handelte. Zu Kens Erstaunen stellte er fest, dass diese Substanz nicht nur ein seltsamer Fund am Strand war, sondern ein wertvoller Joker, der von Parfümerien in ganz Europa geschätzt wurde. Ambra wird im Verdauungssystem von Pottwalen produziert und erfüllt eine entscheidende Funktion. Sie schützt den Waldarm vor den scharfen Schnäbeln von Tintenfischen, seiner Hauptnahrungsquelle. Entgegen der landläufigen Meinung wird Ambra nicht erbrochen, sondern ausgeschieden und kann jahrelang im Meer schwimmen, bevor sie an Land gespült wird. Kens Entdeckung war ein Haufen dieses schwimmenden Goldes, dessen Wert auf unglaubliche 180.000 geschätzt wurde. Ambergris ist wegen seiner Fähigkeit, Düfte in der Haut zu binden, beliebt und sorgt so dafür, dass Parfüme länger halten. Nummer 10. Eine rotierende Kanone wurde an einem gewöhnlichen Tag am Dundee Beach südwestlich von Darwin im australischen Northern Territory entdeckt.
Ein Teenager hat diese Kanone ausgegraben, eine Art kleine Kanone, von der Experten glauben, dass sie fast 2,5 Jahrhunderte lang unter dem Meer ruhte. Dieser Fund ist nicht nur wegen des Alters der Kanone bemerkenswert, sondern auch, weil solche Waffen in Australien vor der Ankunft von Kapitän James Cook im Jahr 1770 unbekannt waren. Die 107 cm lange Bronzekanone wurde bei besonders Ebbe entdeckt. Bis dahin unter dem Sand verborgen. Diese Entdeckung hat Wissenschaftler und Historiker begeistert, darunter Tim Stone, einen australischen Forscher, der sie für eine der wichtigsten Entdeckungen in Nordaustralien hält. Ursprünglich wurde angenommen, dass die Kanone aus dem 16. Jahrhundert stammt und mit portugiesischen Seeleuten in Verbindung steht. Jüngste Analysen deuten jedoch darauf hin, dass es vor etwa 250 Jahren verloren ging, möglicherweise während des Sandelholzhandels. Indonesische Händler besuchten früher die australischen Küsten auf der Suche nach Seegurken. Eine andere Theorie besagt, dass die Kanone von einem indonesischen Schiff stammen könnte, das bei einem Sturm zerstört wurde. Ziel der Forschung ist es, die Art der Bronze zu bestimmen, die zum Guss der Kanone verwendet wurde, und hofft, ein klareres Verständnis ihrer Herkunft und ihres genauen Alters zu ermöglichen. Nummer 11. Der älteste Dinosaurier Afrikas. Im Jahr 2017 fanden Wissenschaftler im Sambesi-Tal die Überreste eines einzigartigen Dinosauriers namens Osaurus RY. Dieser kleine, nur ein Meter große Dinosaurier lebte vor etwa 230 Millionen Jahren im heutigen Simbabwe. Obwohl sie die Art damals nicht identifizieren konnten, erkannten sie sie später als Teil der Sauropoden. Das auf mehr als 200 Millionen Jahre datierte Skelett wurde zum ältesten Dinosaurierfossil in Afrika. Heute ruht das fast vollständige Skelett in einem Museum in Bulawayo, Simbabwe, und ist einer der seltsamsten jüngsten Funde. Aber es ist nicht das seltsamste auf der Liste. Nummer 12. Das größte Tier, das je existiert hat. Forscher entdeckten 2023 im Süden Perus Überreste riesiger Wirbel und Rippen, die vermutlich zu einem ausgestorbenen Wal namens Perustus Colossus gehörten. Es wird geschätzt, dass dieser Wal bis zu 340 Tonnen wog, viel mehr als ein beladenes Boeing 747 Flugzeug. Dieser neue Rekord übertrifft den der Blauwale, die als die schwersten Tiere galten. Einige Wissenschaftler fragen sich jedoch, ob es wirklich so viel wog, da Fossilien die Gesamtgröße des Tieres nicht genau vorhersagen können. Wir hoffen, dass eines Tages ein vollständiges Skelett gefunden wird, um dieses erstaunliche Lebewesen besser zu verstehen. Nummer 13. Dinosaurierfußabdrücke. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich war schon immer von Dinosauriern fasziniert. Es ist unglaublich, all die Spuren zu sehen, die diese unglaublichen Kreaturen hinterlassen haben, von ihren Knochenfossilien bis hin zu ihren Fußabdrücken. Genau das haben Parkwächter im Jahr 2022 in einem texanischen Staatspark entdeckt. Möglich wurde dies durch eine zweijährige Dürre, die das Gebiet mit steigenden Temperaturen und deutlich weniger Regen heimsuchte. Der Fluss, der durch den Park fließt, ist zurückgegangen und trocknete teilweise vollständig aus. Dabei kamen prächtige Dinosaurierfußabdrücke zum Vorschein, von denen Experten glauben, dass sie mehr als 113 Millionen Jahre alt sind. Die entdeckten Fußabdrücke stammen wahrscheinlich von einer Kreatur namens Acrocanthus aurus, einem Riesen, der in den Wäldern Nordamerikas lebte. Es war bis zu 15 Fuß hoch und 38 Fuß lang und wog so viel wie drei Kleinwagen. Es hatte Stacheln auf dem Rücken, die einen Muskelkamm stützten, der vermutlich mehreren Zwecken diente, beispielsweise der Stützung seines Körpers oder der Regulierung der Temperatur. Obwohl nicht klar ist, wie er lebte, hätten ihn seine Größe und seine Eigenschaften zu einer dominanten Persönlichkeit seiner Zeit gemacht. Nummer 14. Streunende Kuh. Ausgewachsene Bullen wiegen zwischen 1000 und 4.000 Pfund, während Weibchen je nach Art bis zu 2.400 Pfund wiegen.
Kühe können eine Körpergröße von bis zu 145 cm und eine Körperlänge von bis zu 250 cm erreichen. Allerdings haben Kühe in einem Abwasserkanal nicht zu suchen, und dennoch wurde eine Kuh in der chinesischen Provinz Fujian in einem Abwasserkanal gefunden. Dieser Vorfall ereignete sich seltsamerweise vor mehr als einem Jahrzehnt und betraf die Kuh eines örtlichen Bauern, Shang Shu. Shang behauptete, er habe ganze 4 Tage damit verbracht, seine Kuh zu finden. Am 4. Tag verlor ich bereits die Hoffnung, jemals wieder eine Kuh zu sehen. Die Kuh rief auf ungewöhnliche Weise um Hilfe mit lautem Muhen. Die Dorfbewohner stellten fest, dass ihr Kopf aus einem offenen Gully herausragte und waren überrascht, sie dort zu sehen. Obwohl Kühe normalerweise nicht in die Kanalisation fallen, befand sich diese Kühe in dieser Situation, ohne dass ihr Besitzer wusste, wie. Glücklicherweise konnte sie problemlos gerettet werden und ging wieder auf die Weide, als wäre nichts passiert.